auf der Seite 5 steht unter anderem auch Mainz und Mainz fast dran. Du hast Mainz gemeint, wo der Lander da sein. Ich will mal gucken, wer von uns das ist. Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Ich oder wir sind dieser Einladung wirklich sehr gerne gefreut, weil es jedenfalls ein toller Anlass ist, heute hier zu feiern. Tischtennis dort kennt eigentlich jeder, hat jeder mal gemacht, auch ich habe es hier mal probiert. Ich war als Kind schon begeistert, was mit Ball und Strecke alles anfangen kann. Ein Ball anschneiden, ein Ball, der eigentlich kaum einen Zukunft meint, den trifft man auf jeden Fall nicht zu treffen, ein Ball zu schmettern, entweder ins Netz oder irgendwie in die Platte, und wenn man Glück hat, mal auch auf das gegnerische Feld. Das, was wir heute hier gesehen haben, ist Spitzensport, das ist ganz fantastisch, so wie sich die letzten Jahre Jahrzehnte entwickelt hat, und ich bin mir ganz sicher, dass dieser Spitzensport auch, wie es der Landtag gesagt hat, zusammen mit der Hilfe der Zuschauer auch weiterhin hier geboten sein wird. Mich persönlich hat der Tischtennissport dann so richtig begeistert vor vielen Jahren. Da hat die erste Mannschaft noch in der alten Gymnasiumshalle gespielt. Und das war für mich der Anlass, sobald es gepasst hat, eigentlich mit den Spielern anzuschauen, mitgefiebert zu haben und dann meistens zu sehr gut ausgegangen, mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen zu sein. Und ich glaube, es ist nicht nur die gegangen, sondern vielen. Man hat es gemerkt mit den riesigen Zuschauern zum Stuhl, man hat es auch gemerkt bei den Vereinen, nicht nur in Lippenstein, sondern im ganzen Umfeld herum, dass Tischtennissport, glaube ich, doch einen großen Aufschwung genommen hat. Und das passiert immer dann, wenn man irgendwo große Vorbilder hat. Und diese großen Vorbilder, die haben wir hier. Und die großen Vorbilder, die sind absolut nicht irgendwo da oben und sind unerreichbar, sondern die sind ganz nah bei uns. Die machen Übungseinheiten mit Nachwuchssportlern, das ist das Schöne, da kann man mit den Leuten auch mal ins Gespräch kommen und das fördert den Tischtennissportler insgesamt auch. Allen Spielern, Spielerinnen natürlich und allen, die mal in diesen Sport hineingehen wollen, wünsche ich weiterhin viel Erfolg, den Funktionären, den vielen Eltern, Trainern und natürlich auch Eltern, herzlichen Dank für ihr Engagement und uns Zuschauern, das wünsche ich wünsche uns natürlich auch in Zukunft fantastische Ballwechsel, ein gutes Nervensystem, ein gutes Nervenkostüm und vor allem natürlich viele Siege unserer Mannschaft. Recht herzlichen Dank, der Tischtennisabteilung im TV. Alles Gute auf die nächsten 50 Jahre. Schönen Abend. So, jetzt würde ich die Musik nochmal bringen, ich sitze ja schon oben, Palier. Ja, dann nehmen wir gerne wieder, ich habe die feste Statusprobe geschaut. Ich sage da Bescheid, wenn es das nicht gewöhnt war.